Moin Leute, willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video von mir und der Hype-Tag des Todes ist fast erreicht. Ihr wisst Bescheid, am Mittwoch ist es soweit, Baal kommt endlich in Genshin Impact an und ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich darauf freue, diesen Stream mit euch zu genießen, denn ich werde natürlich um 21 Uhr streamen, werde definitiv auf Baal pullen, von daher schaut gerne auf Twitch vorbei, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und natürlich stellen wir uns dann auch die Frage, wenn wir auf Baal pullen, wollen wir auch auf die Waffe pullen? Denn es ist so bei mir persönlich, ich habe über 40.000 Ugestein aufgeladen. Bedeutet, ja, wir werden einen ganz, ganz fetten Pullstream haben, ganz klar. Aber natürlich müssen wir uns dementsprechend die Frage stellen, brauchen wir auch Baals Waffe? Das ist eine neue 5-Sterne-Waffe, die veröffentlicht wurde, als auch, dass 3 neue 4-Sterne-Waffen veröffentlicht wurden. Und natürlich möchte ich auch zu diesen paar Worte verlieren, wie ich das ja eigentlich immer zu neuen Waffen in Genshin Impact mache, dass ich ein paar Worte auf YouTube hier verliere. Von daher, wenn ihr das in Zukunft nicht verpassen wollt, lasst auch gerne ein Abo da. Aber wir schauen natürlich als allererstes dafür auf ihre Waffe und das ist ihre Signaturwaffe, ganz klar. Im Waffenbanner landet die neue Waffe zusammen mit ihrem Charakterbanner. Und ich habe ja schon erzählt, dass sie so ein bisschen auf Aufladerate skalieren wird, vielleicht dann auch mittlerweile zum Zeitpunkt des Video-Uploads. Alle Details draußen, ich weiß es nicht, aber dementsprechend haben wir auf jeden Fall als Substat auch Aufladerate mit dabei, anstatt Crit Chance oder Crit Schaden oder ähnliches, sondern versuchen damit das Maximum herauszuholen, was noch mehr Sinn macht, wenn wir auf ihre Verfeinerung draufschauen, dieser Waffe, denn die boostet nochmal ihren ATK-Wert abhängig von ihrer Aufladerate mit einem Maximum von bis zu 80% ATK, was glaube ich eh niemand da draußen erreichen wird, außer man macht so einen ganz komischen Bild, wo man Crit Chance und Crit Schaden komplett ignoriert, was eh komplett sinnlos ist, wenn wir ganz ehrlich sind. Und daher, wenn wir das nicht ignorieren, werden wir diese 80%, die man maximal aus dieser Waffe herausholen kann, eh nie erreichen. Bedeutet für uns, es ist einfach nur eine Waffe mit einem hohen Base-ATK, einem Aufladerate-Boost, wovon insgesamt Baal sowieso schon profitiert, als auch natürlich, dass ihre Verfeinerung von der Waffe davon profitiert. Bedeutet, es ist indirekt eine Win-Win-Win-Situation für Baal komplett, diese Waffe. Und dementsprechend eine sehr, 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 sehr starke und sehr gute Waffe für Baal, die aber wahrscheinlich auch nicht nur auf Baal funktioniert, sondern höchstwahrscheinlich auf Chun Ling, die ein richtig krasser Sub-DPS ist mit ihrem Feuertornado oder ähnliches. Bedeutet, da braucht man eh eine Verfeinerung, beziehungsweise da braucht man eh irgendwie eine Aufladerate, um häufig diese Tornado rauszuballern. Oder auch Rosaria, wenn man sie auf das neue Aufladerate-Set spielt, eine genauso gute Option für diese Waffe. Das sind wahrscheinlich so am ehesten die Chars, die von dieser Waffe stark profitieren werden. Aber am Ende des Tages müssen wir es einfach ausprobieren, sobald diese Waffe da ist. Trotzdem glaube ich nicht, dass Free-to-Plays oder Low-Spender irgendwie auf diese Waffe pullen sollten. Ich selber werde es wahrscheinlich auch lassen, denn diese Waffe, ja, ist absolut stark. Aber ich glaube, ich möchte lieber irgendwie eine Baal C2 erreichen, wenn ich ehrlich bin. Ich werde auch nicht, falls ich jetzt super lucky bin, meine kompletten 40.000 Ugestein aufbrauchen. Mal gucken. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir diese Waffe nicht brauchen, wenn wir gleich auf die 3-4-Sterne-Waffen raufschauen, die irgendwie jetzt released wurden, beziehungsweise die veröffentlicht wurden, die wir teilweise free-to-play erhalten können, was ihr aber hoffentlich schon anhand des Videotitels gesehen habt, bedeutet, es gibt neue 4-Sterne-Waffen, die wir free-to-play erhalten können und die rein theoretisch einen ausreichenden Ersatz für Baal darstellen. Natürlich, ein Niveau von dieser 5-Sterne-Waffe wird es nicht erreichen, aber schauen wir mal drauf, was uns da so erwartet. Die erste Waffe habt ihr wahrscheinlich alle schon im Livestream gesehen. Das ist dieser Fisch hier, der, ich muss sagen, ein bisschen enttäuschend ist, was den Base-ATK-Wert angeht von gerade mal 454. Dazu wird noch der ATK geboostet mit dem Substat, als auch, dass die Verfeinerung den ultimativen Schaden boostet. Und das ist die erste Free-to-Play-Waffe, beziehungsweise alle drei werden Free-to-Play sein. Bedeutet, wir haben hier eine Waffe, die wahrscheinlich extrem gut auf Helden ist, beziehungsweise auf Figuren ist, die irgendwie dafür sorgen wollen, möglichst hohen Ultschaden rauszuhauen, beispielsweise so eine Bei Dou, die irgendwie jetzt nur in so einem Rhythmus ist, dass sie immer kurz eine elementare Fähigkeit raushaut und eigentlich nur mit ihrer Ultschaden machen soll, oder mit einer Euler oder natürlich mit einer Sayu, die abhängig von ihrem ATK wird natürlich auch skaliert und dementsprechend mal heilt. Also das wären jetzt so die drei besten Optionen, die mir für diese Waffe einfallen. Und das Coole ist ja, dadurch, dass das Ganze Free-to-Play erspielbar sein wird über das neue Phishing-System, das ja mit Genshin Impact 2.1 kommen wird, kriegen wir die ganze Waffe auch auf Refinement 5 und ich glaube, damit haben wir insgesamt einen Ult Burst Damage von 24% extra, wenn ich mich gerade nicht täusche. Und natürlich, was super, super geil ist, ist, dass diese Waffe einfach einen AOE-Schaden wahrscheinlich mit einem Fisch macht. Von daher, wenn ihr das mit Dilo kombiniert, habt ihr irgendwie so eine Kombination aus Fisch und Vogel. Aber wir warten einfach mal ab. Freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Ich glaube trotzdem, dass es eher besser sein wird auf den anderen drei genannten Charakteren. Wie gesagt, Bei Dou, als auch Sayu und Euler, vermute ich mal. Aber für Euler gibt es auch definitiv, eigentlich gibt es für alle irgendwo bessere Optionen. Aber gerade Free-to-Play nimmt man das natürlich dankend an, dass man direkt diese Waffe auf Verfeinerung 5 hat. Doch das Wichtige
Im Vergleich für Baals Waffe zu dem Speer ist natürlich der neue Speer, den wir erhalten werden können, auch über dieses Phishing-Event bzw. über das neue Phishing-System, das uns erwartet. Denn die Waffe hat auch Energy Recharge bzw. Aufladerate als Substat. Und das ist hier genau das, wovon wir profitieren. Das heißt, genauso wie Baal wahrscheinlich diese Waffe mögen wird, wird auch Changling diese Waffe mögen, wird auch Rosario diese Waffe mögen. Und ja, dementsprechend könnte es sich auch für mich lohnen, mir die 5-Sterne-Waffe zu holen, die 5-Sterne-Waffe Baal zu geben, die 4-Sterne-Waffe irgendwie Changling zu geben und komplett happy zu sein. Aber dann habe ich halt auch irgendwo noch Waffen, gerade bei den Speeren mit KT, mit Gritschern oder ähnliches. Und ich glaube, für Charaktere wie Changli und Co. lohnt sich dann solche Waffen mit KT und Kritschern schon eher, als dass man jetzt unbedingt die 5-Sterne-Waffe braucht. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum viele die 5-Sterne-Waffe skippen werden, weswegen sie auch besonders attraktiv diese 5-Sterne-Waffe irgendwie gestalten mussten, dass man trotzdem noch auf die 5-Sterne-Waffe pullt, obwohl man hier eine Free-to-Play 4-Sterne-Waffe hat, die irgendwie Aufladerate boostet. Und insgesamt ist halt absolut crazy, weil man sich die Verfeinerung anguckt, die auch den Ult-Schaden erhöht, als auch die Crit-Rate während der Ult, beziehungsweise mit Ult-Angriffen die Crit-Rate. Und dementsprechend ist diese Waffe natürlich absolut crazy, weil sie in sich einfach so perfekt stimmig ist. Nicht nur, dass ihr eure Ult-Stelle kriegt, nein, ihr boostet auch noch den Schaden. Also ich freue mich sehr darauf, wenn ich mal ein vernünftiges Aufladerset habe, das nicht nur auf Baal zu spielen, sondern auf Changling zu spielen. Insgesamt erwarte ich sehr viel von dieser Waffe und glaube, wenn man die auf Refinement 5 hat, kommt sie trotzdem nicht an die Refinement 1-Waffe ran von Baals Waffe, von der 5-Sterne-Waffe. Müssen wir ausprobieren, beziehungsweise auf die Berichte von den anderen Spielern gucken, sobald das alles released ist, was sie dazu sagen. Denn ich kann es nicht ausprobieren, wenn ich die 5-Sterne-Waffe nicht pull. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es auf jeden Fall ein ausreichender Ersatz, damit man genug Spaß hat mit Baal, ohne dass man sich jetzt Gedanken darüber machen muss, ob man einen Waffenbanner pullt oder nicht. Das vermute ich einfach nur, um euch eine finale Pull-Empfehlung für die Waffe zu geben oder nicht, würde ich einfach warten, bis Patch 2.1 da ist und wir das alles ausprobieren konnten, wie gesagt. Doch es gibt noch eine vierte Waffe und die vierte Waffe ist, ja, ich würde mal so sagen, in Anführungsstrichen, ein bisschen schon fast lächerlich, wenn ich drüber nachdenke. Denn diese Waffe funktioniert nur, wenn ihr auf der PlayStation spielt. Und diese Waffe wird auch alleine dafür da sein, für Aloy zu funktionieren, beziehungsweise ordentlich zu funktionieren. Und wahrscheinlich gibt es auch da irgendwo besseren Ersatz. Aber bedeutet, falls ihr immer am PC spielt wie ich, bringt euch diese Waffe rein gar nichts, wenn wir schon mal ganz ehrlich sind. Und wenn ihr die Waffe dann habt, dann boostet sie euren Normal Attack Schaden, nachdem ihr Kryo-Schaden gemacht habt. Bedeutet, es profitieren wirklich nur Ganyu als auch Aloy davon, andere Charaktere nicht. Wir wussten schon, dieser Bogen ist auf Aloy zugeschnitten und auch für Ganyu wird es definitiv besseren Ersatz geben als diese Waffe, weswegen ich grundsätzlich wahrscheinlich diese Waffe absolut nicht leveln werde, auch wenn ich Aloy mag. Ich muss sowieso gucken, wann ich schaffe, Aloy zu leveln, denn es kommt eine Sarah, es kommt natürlich die Baal, es kommt dann eine Kokomi, es kommt einfach so viele Charaktere, die wir leveln müssen, aber ich weiß ganz genau, diese Waffe werde ich nicht leveln. Denn gerade im Vergleich zu dem, was wir eben gerade gesehen haben, ist es halt irgendwo lächerlich, denn die Waffen von eben gerade waren einfach besser, die, zack, ich schaue nochmal kurz drauf, hier die Energy Recharge geboostet haben und den Ult Damage geboostet haben, hier die ATK und den Ult Damage geboostet haben und halt das hier eine absolut kranke Waffe, wenn man irgendwie auf Aufladerate, beziehungsweise ja, auf Aufladerate einen Charakter spielt, ist das natürlich viel, 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 viel besser. Ich freue mich, euch morgen im Stream zu sehen, beziehungsweise am Mittwoch, je nachdem, wann dieses Video online kommt. Ansonsten verabschiede ich mich. Das war's von mir, eurem Sonjas94.